Mein Name ist Hüseyin Köroglu und ich habe fürs Digga Ras Album das gemacht, was so anfiel. Doch ich weiß, dass du mich liebst, siehst mich mit treuen Augen an. Wir zwei sind schon so lang unterwegs. Digga Ras hat im Januar 2006 hier in der O-Box mit den bösen Zungen aufgenommen. Die wollten ihre EP machen. Bei der Gelegenheit haben wir uns kennengelernt. Digga Ras hat sich immer sehr interessiert für das, was hier an Instrumenten rumsteht, und er hat das immer gleichgesetzt mit Musik machen und hatte auch immer gesagt, irgendwann komme ich und dann machen wir richtig Musik. Und dann haben wir natürlich des Öfteren darüber philosophiert, was richtig Musik machen bedeutet, und somit habe ich eigentlich so den Werdegang dann auch seit 2006 punktuell begleitet, immer mal wieder, lose in Gesprächen. Konkreter wurde es dann 2008, da kam er dann mit dem Sire, und da waren die kurz davor, die Vorproduktion zu starten, und er meinte, was muss ich denn jetzt machen irgendwie, damit es richtige Musik wird. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass ich ihm dann so ein weißes Blatt Papier mitgegeben habe und gesagt habe, schreib das voll mit einem Text und mach es anders wie alles, was du bisher getan hast. Und dann haben wir uns ein Jahr lang wieder nicht gesehen. Das war dann letztes Jahr im Mai. Dann kamen sie und meinten, yo. Zuerst einmal hatte ich mir die Vorproduktion ab und zu mal angehört, um so ein Ohr und ein Gefühl dafür zu kriegen. Vieles fand ich schon inspirierend, aber das meiste halt noch sehr kantig. Und eigentlich schon mit der allerersten Nummer, die da war, aus Liebe, haben wir es eigentlich schon direkt aufgebohrt. Das heißt, aus Liebe war vorher so Double Time und gerappt. Ich fand es ein bisschen hektisch und habe das dann so ein bisschen musikalisch alles länger gezogen und langsamer gemacht und in Halftime-Feeling gebracht, und dann ging er rüber und auf einmal fing er an, halt in dem Flow zu singen. Das heißt, all der ganze Text, den er vorher so staccato-mäßig rausgehauen hat, bekam dem Platz zur Entfaltung und zur Bedeutung und zum, ja, es lud einen dann hinzuhören. Dann hatten wir auf einmal einen sehr, sehr coolen Prototyp von dem ersten Track. Ich glaube, an dem Tag haben wir auch noch jeden Tag gemacht. Genau, aus Liebe und jeden Tag. So von selber gegeben am Ende, dass das so komplett aufwendig instrumentiert ist und ja, über 100 Leute dann letztendlich da mitwirken dran. Das war so nicht geplant, sondern es hat so eine Eigendynamik gehabt, und das war auch das, was es interessant gemacht hat. Die Eigendynamik bestand dann nämlich darin, dass Leute, die jetzt so dem Digga Ras an sich oder böse Zunge oder so, ohne dass man sie drauf stoßen oder stumpen würde, irgendwie, glaube ich, da gäbe es keine Schnittpunkte. Weil das eine ist die Musikantenszenerie in Darmstadt und das andere ist die Hip-Hop-Szene in Darmstadt. Und die bewegen sich in komplett anderen Dimensionen. Und hier gab es etwas, was auf einmal übergreifend funktioniert hat und die Leute im selben Maße gebannt hat, auf der einen wie auf der anderen Seite. Das war so das Interessante, und ich glaube auch, dass es die Energie ist, die so diese Platte hauptsächlich trägt. Und ja, insofern irgendwie, er hat es vom Kind zum Mann genannt, aber es ist schon auch
ein Wandel für ihn persönlich, ganz klar, aber auch ein Wandel für die beteiligten Musiker, die sich darauf eingelassen haben, dass jemand, der nicht State-of-the-Art Musiker ist, also ihresgleichen ist, sondern so eine ganz andere Ecke, auch menschlich und auch vielleicht soziokulturell anders rangewachsen ist, dass die sich auf einmal miteinander verständigt haben und ausgetauscht haben. Das war das, also ein soziales Experiment eigentlich. Es gibt keinen Applaus, kein Applaus, kein Applaus, kein Applaus. Es gibt keinen Applaus, kein Applaus, kein Applaus, kein Applaus. Ich bin so ein Typ, wenn die Sonne scheint, geht es mir gut. Dann will ich nur noch schreiben und geh ins Studio. So bin ich halt. Er wollte eine ehrliche Aussage und ein ehrliches Statement mit dieser Platte treffen und ich habe ihm ziemlich schnell klar gemacht, dass das bedeuten wird, dass er eine Reise zu sich selber macht, weil um quasi jetzt nicht bedienstleistet zu werden von mir, was ja irgendwie in keinem monetären Verhältnis gelegen hätte, um also etwas mitzunehmen von dem, was wir hier machen, und das ist wichtig für mich, dass ein Künstler, wenn er seine Platte macht und hierher kommt und aufnimmt, dass er etwas mitnimmt, was ihm weiterhilft. Nicht in dem Sinne, dass er ohne mich nicht weiter käme, aber einfach irgendwie so eine neue Dimension aufgemacht und das verinnerlichen und dann in das Weitere, was da kommt oder nicht, irgendwie einfließen zu lassen. All diese Punkte habe ich ihm klar gemacht, dass das hier sehr hart wird für ihn, und er war aber bereit, sich das zu geben, und wir sind auch wirklich down to the bone gewesen, sind es immer noch, weil jetzt ist die Platte zwar fertig, aber jetzt soll das Ganze auf die Bühne und spätestens da muss er es vertreten können, in dem Sinne nicht dazu stehen, sondern es leben können, weil sonst wirst du ja zerrupft auf der Bühne, wenn du mit so krassen philosophischen Aussagen die Bühne betrittst. Die musst du vertreten können, da musst du die Kraft für haben und das Wissen und den Intellekt und alles. Und darauf hat er sich eingelassen. Als du sie das erste Mal sahst, da war es wie ein Licht im Dunkeln. Du warst mit deiner Freundin da und deine Jungs waren da schon betrunken. Es sind in der Tat mehr Leute beteiligt als im CD-Cover jetzt zum Beispiel benannt. Das Ganze hat ja zig Dimensionen, von denen man träumt, dass man sie irgendwie zur Verfügung hat. In diesem Falle ist es in meinem persönlichen Leben auf Umwegen dazu gekommen. Bis Mitte, Ende Dezember war so das Main-Ding eigentlich erstmal so auf das Audio und auf die Musik irgendwie gelegt. Das ist, glaube ich, dann so der Zeitpunkt, wo dann so die musikalischen Grundrisse standen und man sich jetzt irgendwie das Ganze mal anhören konnte und sagen konnte, okay, das so wird die Platte, so ungefähr. Dann kam ja ein ganzen Haufen anderer Kram dazu, weil auf einmal muss eine Webseite bei. Huch, da braucht man ja Fotos. All dieser ganze Kram, wofür es in der Plattenfirma irgendwie zig Abteilungen und zig Menschen gibt, die das bearbeiten. Da muss ich sagen, große Stütze war halt Rock the Biz. Und der Marc Weißenberger, weil der hat so ein bisschen dann die Komponente übernommen, die jetzt so von mir als Producer, die ich halt jetzt so nicht auf dem Schirm hatte. Ich bin gestartet mit, alles klar, das sind die Songs und das soll ein Album geben und das, ich habe Freiraum. Das stand auf dem Auftragszettel. Dann wurde es halt irgendwie immer cooler, immer besser, und dann klar macht man sich dann Gedanken, okay, wie kann man jetzt irgendwie, damit es nicht für die Festplatte produziert ist,
wie kann man das transportieren, weil das ist ja auch so ein schönes Ereignis, dass sich da viele zusammentun und Dinge miteinander machen. Freiwillig. Und das fängt, was weiß ich, die Katrin Dinkel, der Tarik Çalgıcı, der Carsten Rohrbach mit Fotos, der Mike Wahisenberger mit der Dokumentation. Dann gibt es ja das Videokompetenzteam, bestehend aus Julian Schmelzler, Axel Senn, seinerzeit Nicole Stichow, jetzt Inken Jansen, der Robert Gräfe und der Robin Dennis. Das sind irgendwie. Und dann kommt dann noch die Melanie dazu. Das heißt, das sind irgendwie 7 Leute, die sich nur damit beschäftigen, vor lauter Begeisterung wohlgemerkt, wie das nächste Video sein könnte, was Bevor ich gehe sein wird. Man fährt Locations an, guckt sich vor Ort den Kram an, überlegt, wie viel Licht gemietet wäre. Also ein Haufen Kram, der erstmal nichts mit Musik zu tun hat. Ich weiß nicht, wie viele Leute ich jetzt hier aufgezählt habe. Das heißt, man kann mindestens sagen, 10 bis 15 Menschen sind einfach so noch beteiligt wegen Social Network Management, Webdesign, Fotos machen, Video drehen, Sound beim Live-Gig, Mann Audio. Das sind 15 Leute. Zusätzlich zu denen, die auf der Platte gespielt haben. Die natürlich ihren punktuellen Einsatz hier hatten, aber die natürlich auch jenseits des punktuellen Einsatzes, sag ich mal, zu 75% der Belegschaft ist nach wie vor noch dran am Ball und will wissen, wie es weitergeht und verfolgt es und ist verfügbar für Fototermine, für Videoshootings, für einen Live-Gig. Das ist ja alles totaler Wahnsinn, weil es ist kein Geld im Spiel. Du spielst mit oder man spielt mit dir, sei jetzt ein Nichts. Du kannst alles gewinnen oder verlieren. Komm zu uns runter und nimm mal eine Schippe. Nimm mal einen tiefen Zug von uns, du springst von der Klippe. Herzlich willkommen auf unserer Mückippe. Immer am Abgrund springen wir umher wie die Füchse. Folge mir und geh mit mir ein paar Schritte. Blicke über meine Schulter, das Leben vergiftet. Seid euch sicher, dass ich über die Wahrheit berichte. Und dass dieser Song sich an euch alle hier richtet. Wonach ich greife, ist der Ast, der mich hält. Versuche zu erreichen, ist das Letzte, was ich denk. Es sind verrücktere Zeiten, denn so ist unsere Welt. Das Leben meine Reise und ein neuer Morgen beginnt. Jetzt hat er einen neuen Planeten entdeckt. Ich bin gespannt, was dann kommt, weil das, was wir jetzt haben, ist zu 75% das, was er sowieso imstande war, mit seinen Mitteln irgendwie auszudrücken und zu machen. Da habe ich ihm im Prinzip die Coolness gegeben, halt, wie gesagt, aus Liebe oder du bist weg, einfach, dass er die Texte nicht mehr so runterrappt, sondern irgendwie, dass er float und das singt. Und ich bin gespannt auf das, was jetzt in Kenntnisnahme dieser Dimension sozusagen dann Neues in ihm gärt. Ob er den Schritt weitergeht. Ja, ob er halt auf Reise ist. Das ist meine Reise und ein neuer Morgen beginnt.